Mein Name ist Martin Ketzmann von der Alban Schweiz AG und in diesem Quicktip möchte ich Ihnen zeigen, dass Sie auch mit den Bewährungsansichten einen isometrischen Perspektivenschnitt erstellen können. Hierzu wählen Sie den Schnitt, wechseln auf Frei, gehen in die Isometrie, wählen die Perspektive bzw. hier jetzt einfach alles aus, klicken zurück in den Grundriss und definieren den Schnittbereich, von wo bis wo Sie diese isometrische Perspektive gerne darstellen möchten. Und mit den eingestellten Parametern wird dann ein sehr schöner isometrischer Perspektivenschnitt erstellt.